Eine Bomberjacke. Ich denke, er holt sich einfach eine Bag, eine fette. Liebe Leute, wir schauen weiter. Wollen wir noch? Na sicher, schauen wir uns noch das Unboxing von Charles. Der hat doch diese Sneaker, die wir uns holen wollten. Hätte ich die statt den Off-White geholt, dann würde ich mich jetzt nicht die ganze Zeit ärgern mit dieser Größe, die nicht gepasst hat. Endlich wieder ein XXL Farfetch Fashion Pack Opening. Peace, Leute, willkommen zu einem weiteren... Da haben wir wieder das Prada-Shirt. Video von... Und die Justin-Kette. Ja, heute gibt es mal wieder ein Fashion-Pack-Opening. Ich habe mir ein paar Sachen in letzter Zeit gekauft. Die zeige ich euch am Ende. Und durfte wieder auf Farfetch snacken, bei Farfetch shoppen. Wahnsinn, dass Justin mal was trägt mit zu kurzen Ärmeln. Natürlich wie immer ein Code für euch, YT10. Justin, seht ihr auch hier nochmal eingeblendet. Der Code ist jetzt für einen Monat lang gültig. Und ja, für alle Neukunden. Und gilt leider für die erste Bestellung von euch mit 10%. Korrekt, ist korrekt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Piece. Es ist ein Poloshirt, was ich bei LNCC über Farfetch bestellt habe. Von der Marke Marinsair, die ja in letzter Zeit, ja. Ja, jetzt einfach so gesehen, spricht mir nicht an, aber mit einer, ja, mit so, mit einer Shorts, einer coolen, mit Buntfalte vorne. Und dann vielleicht noch weiße Sneaks oder so hellblaue Sneaks, diese Off-White. So, und dann vielleicht noch mit einem weißen Sonnenhut. Kann krank kommen. So auf diese Greek-Vibes. Großen Anklang gefunden hat. Ich habe mir nie irgendwas davon geholt, habe das hier jetzt aber auf Farfetch gesehen. Und ja, das Zeichen kennt ihr wahrscheinlich alle, diese umgedrehte Mondsichel soll das, glaube ich, sein. Und das ist ein sehr, sehr krasses Piece. Das fühlt sich an, also im positiven Sinne, wie ein nasses Handtuch. Das ist so schwer und hängt so krass runter. Muster gefällt mir sehr, sehr gut. Hätte ich mir wahrscheinlich nicht geholt, aber wenn man es gratis bekommt auf Farfetch, kann man natürlich mitnehmen, was man will. Ich bin nicht so Fan mehr von diesem Marinsair-Muster, wo einfach overall diese Mondsicheln sehr auffällig drauf sind, sondern hier ist das irgendwie mit ins Pattern eingearbeitet. Hier gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Und ich fände es sogar besser, glaube ich, wenn hinten diese Mondsichel nicht mehr drauf wäre. Aber auch so ist es ein sehr, sehr cooles Piece. Und das ist mein erstes Pickup. Ein Marinsair Poloshirt aus der Gold Line. Okay. Als zweites haben wir wieder ein Poloshirt. Das ist wild. Das ist das Erste, was ich so sehe. Es erinnert mich sofort an diese Prada Saddleback. Diesmal aber von Alix. Das habe ich bei Julian Fashion auch in Italien bestellt. Also das ist sehr cool. Die Boutique, die über Farfetch halt verkauft. Das hat zwei fette, fette Cargo-Taschen auf der Brust und ist sonst komplett black gehalten. Ich mache euch mal hier den Knopf zu, damit ihr seht, wie das wird. Die wäre mit Zip auch nice. Ohne Knöpfe, einfach nur mit Zip vorne. Das wäre krass. Bitte. Ein sehr, sehr brutales Piece. Gib mir so ganz bisschen June Jay-Vibes. Wisst ihr noch meine Grail-Bomberjacke mit diesen Taschen, die hier waren? Die sehen ein bisschen so aus. Das ist so ein Neoprenstoff, würde ich sagen. Okay. Hier, cool, muss ich aber sagen, stehen ein paar Fäden ab. Und die Naht geht sogar auch auf. Also wenn man vergisst, am Ende einer Naht irgendwie Fäden abzuschneiden, okay. Aber hier stehen wirklich ein paar Stück ab. Also es liegt jetzt nicht an Farfetch, sondern an Elix. Schneidet man dann halt ab und dann ist es so. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr crazy Piece. Ja, die machen auch gern Ketten, die zu eng sind. Jetzt hat hier noch so ein Metall-Elix-Logo dran. Sehr, sehr krass. Und ja, das war Piece Nummer 2. Cool, sehr, sehr nice. Das nächste Piece kommt wieder aus Italien. Ich habe mir einen Shorts bestellt. Gib mir Root-Tattoo-Vibes, to be honest. Schaut ein bisschen Root-Tattoo-mäßig aus. Finde ich sehr, sehr cool, gerade für den Sommer. Nice Short. Auch, dass die da unten zwar so einfach nur abgetrennt wurde, aber trotzdem noch die Naht gemacht. Eine sehr schöne Hose. Sehr auffälliges Piece. Hat auch mega bequem wahrscheinlich. Wie so bequem, sorry. Farbreste noch dran, als ob du dich so mit deiner Hose auf so einen frisch gestrichen... Ja, ist wahrscheinlich gebleached. ...eine Bank gesetzt hast oder so, die in Orange gestrichen war. Gefällt cool mir aber sehr, sehr gut. Sehr, sehr nice. Der Look. Und das ist meine Off-White-Shorts. Dann habe ich mir... Ah, von Off-White, okay. Von Marni jetzt noch was geholt. Ein zweites Marni-Hemd bestellt. Auf Bowling-Shirt angelehnt. Auf einmal Justin, der neue Charlie Harper. Das ist halt ein bisschen im Marni-Wahn aus Frankreich. Marni made in Turkey, so ein Colorblock-Hemd, was ja, dunkelgrün ist. Und dann oben einen Navy-Kragen abgesetzt hat. Hat hier nochmal so ein gelbes Marni-Logo drauf. Sehr krass, ich glaube, da freue ich mich bisher am meisten drauf. Sehr, sehr geiles Piece. Ihr merkt schon, ich bin im Schnelldurchlauf-Modus, weil wir wirklich so unfassbar viele Sachen haben. Deswegen kommen wir zur nächsten Sache. Eine Jeans von Sandro Paris. Das ist meine erste Sandro Paris Jeans. Ja, schöne Jeans. Einfach ein paar Farbkleckse, glaube ich, noch drauf. Oder ist das Distressed? Jetzt nichts Besonderes. Eine hellblaue Wash-Jeans. Die hat einen Straight-Leg-Fit. Sieht sehr, sehr cool aus. Fühle ich die, also vom Fitting her, fühle ich die Etardi-Pants zu krank. Ich habe mir jetzt zwei Etardi-Jeans geholt und beide unfassbar kranker Fit.
ziehe ich an und passt perfekt. Fits werdet ihr dann wahrscheinlich auf Instagram oder so sehen. Ja, Farbspritzer hier drauf und hier noch so einen hinternähten Rip. Alles sehr, sehr cool. Die Waschung gefällt mir sehr gut. Und ja, ich bin gespannt, ob sie mir taugt. Ich habe mir auf Farfetch eine Jogginghose von Val Christopher geholt. Ich bin gespannt. Mal was anderes. Ich finde die Farbe schön. Auch dieses Etikett nach außen genäht. So ein bisschen dieser Inside-Out-Look. Kann man machen. Ich habe Val Christopher schon seit wirklich 3-4 Jahren auf dem Schirm. Noch in der Ausbildung damals immer die Webseite abgecheckt. Mich nie getraut, irgendwelche auffälligen Jeans zu bestellen. Diese ganzen zusammengenähten Sachen. Fand es aber immer sehr, sehr krass. Jetzt habe ich mir eine Jogginghose davon bestellt, die hier wie so Buntfalten drauf hat. Ja, cool. Die aber so und auch mit den Taschen mit abstehen. Da. Ihr seht schon. Sehr, sehr krass gemacht. Gefällt mir wirklich gut. So aufgesetzte Taschen und wirklich top. Ultra abgefuckt. Hier noch dieses Etikett draufgenäht. Sehr, sehr nice Piece. Und dann kannst du hier unten die Beine... Ah ja, das fühle ich nicht. Mit dem Bändel da unten nochmal, das würde ich ausgeben. Noch nochmal weiter und enger machen mit so einer Schnur. Habe ich auch so noch nie gesehen. Cooles Piece. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das ist bisher mein Favorite Hosen-Pickup. Also ich hatte bisher auch nur 2, aber drei. Sehr, sehr starkes Piece. Kommen wir dann zu einem paar Sneaker und zwar ist das von Enterprise Japan. Ja, das sind die Sneaks, die wir uns im Shopping-Stream holen wollten, uns aber dann doch für die Off-White-Sneaker entschieden haben. Und bis heute pisst es mich an, weil die Off-White-Sneaker einfach, die passen nicht. Aus Italien. Ich glaube, die sitzen in Italien, auch wenn die Japan heißt. Ich meine, Sfera hatte auch so ein bisschen seine Finger mit im Spiel, beziehungsweise promotet das auch sehr, sehr viel. Wir haben hier einen Schuh, der so ein bisschen auf Air Force One angelehnt ist. Mir gefällt der Colorway sehr, sehr gut. Ja. Das mit der Rakete. Deswegen wollte man den auch holen, wegen dem wunderschönen Grün. Weiß noch nicht, ob es mich 100% überzeugt. Es ist ein bisschen sehr verspielt. Ne? Oh, die Sohle sehe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Sehr, sehr cool gemacht. Aber an sich mal was Neues. Hat man so noch nicht gesehen. Halt wie ein Custom Air Force, das ist ja jetzt nicht zu leugnen. Modern Fast Air Force. Ja, lasst mir gerne eure Meinung mal zu den Schuhen in den Kommentaren da. Feiert ihr das, wenn man so keine OG Air Force hat, sondern sich so... Die gehen voll klar. ...was ihr holt? Oder hättet ihr gesagt, ey, macht ihr lieber ein Custom mit richtigen Air Force? Ich finde es gar nicht schlimm und finde es auch irgendwie... Ja, ich finde es auch nice. ...cool, dass mal neue Sachen gewagt werden, die Nike jetzt halt nicht gemacht hätte. Dann habe ich bei Stadium Goods über Farfetch was bestellt und zwar ein... Von Supreme in der Champion Coop, okay. Supreme X Champion T-Shirt. Fand ich irgendwie nice. Ist von 2019, glaube ich. Aber irgendwie hat es mich trotzdem noch gecatcht. Als wahrscheinlich, weil er diese Vibes von früher mit seiner Kollektion noch fühlt, mit den Autos. Oder wie ist diese Kollektion so in die Richtung? Geht das mit diesem Chrome und so? Ich habe Farfetch ein bisschen am Rumbrowsen war. Sagt mir gerne eure Meinung mal dazu. Hat so ein bisschen so eine Chrome-Optik. Finde ich ganz cool. Und ja, halt ein weiteres T-Shirt für den Sommer. Aktuell natürlich sehr, sehr wichtig. Und als letztes Farfetch-Piece habe ich mir eine... Eine Bag von Ambush. Sehr cool. Bomberjacke bestellt. Ah, Bomberjacke! Ich denke, er holt sich einfach eine Bag, eine fette. Ambush, ihr wisst, ich habe schon eine in so einem türkisen Colorway. Aber die Bag, ohne Spaß, die will ich auch so verwenden. Ich muss sagen, es ist natürlich jetzt nicht das optimale Wetter, um sich eine dicke Bomberjacke... Egal, komm, da ist zwar Bomberjacke drin, aber da gehen mal Sachen rein und die trage ich am Strand. Zu kaufen, aber die perfekte Strandtasche. Das ist einfach unfassbar crazy. Guckt euch das hier an. Oha, die ist wirklich wild. Die ist richtig nice. Das sieht ja mal so abgefahren aus. Der Bund hier unten mit so einem Muster drin, weiß ich. Ja, weiß nicht. Ist vielleicht ein bisschen too much, weil auch dieses, weiß nicht, dieser Farbton da, da kackt irgendwie ein bisschen rein. Aber so auf den ersten Blick will das Ding. Ich weiß noch nicht, ob mich das so 100% abholt, aber der Rest ist... Erinnert mich auch so ein bisschen an diese Heide Ackermann Bomber. Komplett krank. Ich kann die auch gerne mal für euch anziehen. Ich finde, das ist wirklich ein vom Colorway her. Passbarer Fit. Sehr krass, heftige Details, hier das mit den Taschen, diese Einnähte, das geht so da drunter. Ah, okay. Und das ist nicht einfach nur derselbe Stoff draufgenäht oder so. Es ist echt krass, sehr, sehr aufwendiges Piece und eine Bordeaux-rote Jacke habe ich eigentlich gar nicht. Und deswegen einfach ein... Ich brauche mehr Sachen in Pink, ist mir aufgefallen. Ich habe nichts mehr in Pink. Ein geiles Piece im Kleiderschrank und ich glaube, mit Abstand, mein Favorite Pickup hier heute, sehr, sehr nice. Sag mir, was euer Favorite Pickup ist. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Pieces, die ich mir selber bestellt habe und nicht von Farfetch. Bei mir kam letzte Woche eine Lieferung von Prada an. Und zwar ist es ein Piece aus der neuen Kollektion, die schon Raf Simons designt hat. Wir haben hier eine ultra dünne Regenjacke, die halt so ein auffälliger... Ja, ja. Hat man oft schon bei den ganzen Laufklamotten von Nike und so gesehen, finde ich. Das Muster auf dem Arm hat oder auf der oberen Brust, also asymmetrisch. Dann hier nochmal das Prada-Logo.
Prada immer super. Fühle ich nicht so. Clean Pieces dabei. Erinnert mich an so eine Radlermontur ein bisschen. Mit einem minimalen Branding, was ultra zeitlos ist. Ich würde sagen, es gibt keine Luxusbrand, die so zeitlos ist. Was ist dein momentaner Fav-Sneaker, Max? Tatsächlich der Sakai. Ich hole mir den jetzt auch nochmal in Weiß. Ich fühle den irgendwie gerade am meisten und trage den auch die ganze Zeit. Wie Prada, weil Louis und Dior immer sehr, sehr auffällig und eine Zeit lang sehr, sehr geil. Aber ich würde sagen, so Prada-Pieces, die kannst du nach 5 bis 6 Jahren immer noch anziehen, ohne dass man denkt, so okay, ist es nicht übelst outdated. Würde ich jetzt sagen. Schreib mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Aber das ist ein sehr, sehr nices, neues Prada-Piece von mir. Dann habe ich mir auf irgendeinem... Okay, wild. Auf irgendeinem Zirkus hat er sich eine Hose geholt. Schock. Ich weiß nicht, es wirkt auf jeden Fall wie ein AliExpress-Resell-Shop, so eine Hose bestellt. Geisteskrank schlechte Qualität. Hier steht nicht mal die Marke drauf. Ich weiß es also auch nicht mehr. Aber irgendwie... Boah, die fühle ich gar nicht. Oh mein Gott, die fühle ich gar nicht. Hat es die mir angetan. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die irgendwie besonders. Natürlich jetzt so wahrscheinlich für ein, zwei Mal anziehen. Die war jetzt auch nicht so teuer. Und die Qualität ist auch low-key wirklich räudig, wenn ihr euch das hier reinzieht. Aber irgendwie hat die Hose was. Ja, vielleicht ist die auch handmade einfach von irgendeinem Typen, der die zu Hause geschneidert hat. Das ist was Besonderes, deswegen habe ich mir die geholt. Hier auf dem Knopf steht drauf, High Quality garantiert. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Aber ich finde, das ist mal was ganz Besonderes. Cooles Piece. Dann habe ich mir noch ein T-Shirt auf Farfetch bestellt. Von Jesus is King Sachen. Warum war da kurz zensiert? Diesmal eine Size größer, ich glaube, das ist sogar schon L, weil die immer so sehr slim fitten. Aber der Kragen ist krank bei dem Pieces. Ist aber ganz cool. Geile Farben. Er hat, glaube ich, auch schon so ein Ding, ja, sehr auffällig, sehr viel Printing, Logomania am Start, aber ich finde es ganz cool. Stehkragen, das weiß ich, ob das so mein Film ist. Ah, finde ich schon cool. Und Ketten kann man da auch nicht anziehen, aber... Sicher geht das. Ich denke, es ist trotzdem ein geiles T-Shirt und diese 3D-Prints feiere ich sowieso. Ich weiß selbst nicht, wie ich das alles noch in meinen Kleiderschrank bekomme, aber das... Okay, auf Laufnummer angelehnt. Das ist auf jeden Fall noch so ein... Das schaut irgendwie auf den ersten Blick nach Cactus Plant Flea Market aus. Keine Ahnung, ist es safe nicht, aber am ersten Blick kommt mir sofort Cactus Plant Flea Market. Trikot von Cactus Plant Flea Market. Wusste ich nicht. Market X Nike, die ich in letzter Zeit auch auf jeden Fall auseinandergenommen habe. Hier ist auch so ein 3D-Print drauf auf dieser... weißen Untergrundbeschichtung, sag ich mal, und hinten steht nochmal drauf, Go Flea, also ein nice Piece, vor allem jetzt für den Sommer, weil es halt ein Trikotstoff ist, der so... Ja, im Gegensatz zu dem LMC, was ich mal geholt habe, wo ich noch die Ärmeln abtrennen muss. Das muss ich unbedingt noch machen. Luftdurchlässig ist, mal was anderes und mein letztes Piece. Leute, wenn es euch gefallen hat... Bis auf die Hose... Das Prada-Laufjackerl da und noch irgendwas, was mir nicht so gut gefallen hat, waren wirklich krasse, extravagante Pickups dabei. Sehr, sehr cool, hat mir gut gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns morgen oder übermorgen auf Justin. Perfekt, cooles Video. Grüße gehen raus an Justin. Danke nochmal für die Donation im letzten Stream, wo wir deine Kette begutachtet haben.